Ananas auf der Pizza. Weiß ich nicht, muss das? Ich als riesiger neapolitanischer Pizza-Fan bin ganz ehrlich, finde, es schmeckt nicht so krass schlimm, wie es der ganze Hate vermuten lässt. Aber immer noch Blech. Nutella mit Butter. Völlig akzeptiert. Beste Dinger. Marmelade mit Butter. Schwierig. Akzeptiere ich auch noch. Mit dem Messer, mit dem man vorher in der Butter war, dann auch ins Marmeladenglas gehen. Meiner Ansicht nach eher Quatsch. Anderer Löffel, bevor man da wieder in so einer Marmelade oder auch bei einer Nutella dann Butterreste drin hat. Komplett auf Butter, Margarine, keine Ahnung, was alles verzichten und Brot trocken mit Aufschnitt oder so essen. Nee. Da muss was Saftiges drauf. Oder Butter, okay, ist jetzt nicht saftig, aber irgendwas Juiciges so muss. Ach, ihr wisst, was ich meine. Erst die Cornflakes, dann die Milch. No joke, wer es andersrum macht und erst die Milch einfüllt und dann die Kelloggs oben drauf oder Müsli oder Cornflakes oder keine Ahnung was, Digga. Der abonniert diesen Kanal. Ich sag's dir, wie es ist. Ich glaube, ich habe noch gar kein Intro gemacht, ne? Hallo, mein Name ist Luca, meine lieben Freunde. Wir schauen uns heute ganz, ganz viele verschiedene Dinge an, wo ganz, ganz viele verschiedene Leute eine ganz, ganz verschiedene Meinung haben. Ja, das hätte eigentlich schon vor ein paar Minuten kommen sollen, das Intro hier. Also auf jeden Fall bei diesem Cornflakes-Beispiel, es ist einfach nur kompletter Schwachsinn, erst die Milch reinzumachen und dann die Cornflakes. Dann sind ja auch, die Cornflakes liegen ja dann auch alle oben drauf. Du weißt auch gar nicht, wie viel du dann reinmachen musst. Also es ist wirklich einfach Quatsch. Erst Müsli, dann Milch. Und dann die Schale. KitKat so abbeißen. Bruder. No joke, du kommst einfach in die Hölle. Auf Rolltreppen einfach nebeneinander stehen. Nee! Ich weiß nicht, ob da mein Allmann-Herz höher schlägt oder so, aber du musst auf Rolltreppen rechts stehen. Rechts stehen, links gehen. Und wenn ihr zu zweit seid oder zu dritt, dann stellt ihr euch auf die rechte Seite hinter oder dementsprechend halt voreinander. Kommt drauf an, in welche Richtung ihr da gerade fahrt. Aber es gibt immer Leute wie mich, die zu spät dran sind. Für einen Zug, für einen Flug. Am Flughafen gibt es auch ganz viele Rolltreppen. Oder einfach, keine Ahnung, ein bisschen schneller dran vorbeigehen wollen oder nicht stehen wollen. Das ist so dumme Zeitverschwendung. Ich hasse auch diese Menschen, die gehen, wenn sie durch die Stadt laufen, die gehen 1 km/h. Ne? Liebe Grüße gehen raus an Sandra. Shoutout geht raus. Langsames Fortbewegen ist die größte Zeitverschwendung auf der ganzen Welt nach Schlafen. Schlafen ist wirklich Quatsch. No joke. Wir schlafen 8 Stunden am Tag. Das ist ein Drittel unseres kompletten Lebens, die wir einfach nur schlafen. Früher, ich war der größte Langschläfer, ne? Jede Nacht mindestens 9 Stunden Schlaf. Mittlerweile, ich bin bei 5 bis 6 Stunden. Ich will meine Zeit nicht verschlafen und erst recht nicht auf einer Rolltreppe warten müssen, weil so zwei, excuse me, wir haben 2022 Idioten da stehen. Machen wir allerdings weiter mit dem nächsten Beispiel, wo ich glaube, die Meinungen sich auch so ein bisschen trennen werden. Zahnpasta auf der Zahnbürste. Wenn du eine Zahnbürste hast, nimmst du die, machst die nass. Dann machst du deine Zahnpasta drauf, dann machst du die nochmal nass und dann putzt du die Zähne. Es gibt ja Leute, die machen Zahnbürste nass, Zahnpasta drauf, dann putzen. Nee, die Zahnpasta muss doch auch nochmal nass werden. Dieser Juice-Faktor. Am besten auch noch, komm, schmier dir noch Butter auf der Zahnpasta. Getränke in der Mikrowelle warm machen. Warum muss man sich Getränke überhaupt nochmal warm machen? Also ich bin ja überhaupt kein, also wirklich absolut gar kein Fan von warmen Getränken. Okay, im Winter, man geht eine Runde spazieren, es liegt vielleicht Schnee, schön durch den Park, so einen schönen Pfefferminztee, ne? Generell Tee ist okay, aber so warm Glühwein, ne, brauche ich nicht. Oder Kaffee oder irgendwie sowas, auf gar keinen Fall. Und dann nochmal zweite Lage aufgewärmt, Alter, auf gar keinen Fall. Das ist so, wie wenn man mit der Ex wieder zusammenkommt. Klopapier so rum aufhängen. Nee, Bro, wer hat dir in dein Hirn geschissen? Klopapier wird nicht so rum aufgehangen, sondern so rum. Verpackungen an der falschen Stelle aufreißen. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Wenn ich persönlich irgendwas Geiles bestelle, und mit geil meine ich jetzt nicht irgendwie, okay, komm, ich bestelle mir hier irgendwie was zu essen, was lecker ist oder so, da finde ich schon, bei Essen muss es richtig aufgemacht werden. Sonst machst du da irgendwas kaputt. Vermischt irgendwas dumm oder keine Ahnung wie, aber wenn man wirklich was Geiles bestellt, keine Ahnung, ein neues Handy oder einen neuen Laptop oder irgendeine Technik oder Konsole oder Spiel oder so, einfach aufreißen. Einfach, ich will einfach das Produkt haben, so schnell es geht. Aber bei sowas, Digga, Cleaning Wipes, komm, leck mein Arsch. Apropos Arsch allerdings, meine lieben Freunde, kommen wir direkt zur nächsten Sache. Arsch abwischen. Machen anscheinend übel viele im Stehen, weil es ergonomischer ist. Was, Bruder? Wenn wir uns generell über Toiletten unterhalten, müssen wir uns auch über Klopapier unterhalten. Es ist einfach Schwachsinn, dass wir unser Arschloch abwischen mit Papier.
Warum nutzt man dafür nicht Wasser? Was hast du, wenn du hier irgendwie Hundekot dran hast am Arm? Nimmst du dann Papier oder wäschst du das unterm Wasser? So, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Klopapier generell einfach dumm. Darum soll es aber gar nicht primär gehen, meine lieben Freunde. Denn es geht hierbei wirklich nur darum, dass Leute häufig sich den Arsch nur mit zwei Klopapierstücken übereinander abwischen. Check ich jetzt nicht? Aber ich bin so ein Mensch, ich verwöhne meinen Arsch auch, ne? Ich habe vierlagiges Klopapier, manchmal sogar fünf, wenn ich komplett ausraste. Aber ich bin frisch, Digga. Viele benutzen ja auch das hier für den Arsch, ne? Aber das ist Quatsch. Feuchttücher für den Arsch, das brennt auf Dauer. Das ist nicht gut. Nehmt schönes, mehrlagiges Klopapier. Und wenn euer Arsch brennt, wenn euer Arschloch brennt, backt ein bisschen Nivea-Creme drauf, bisschen Penatencreme, bisschen Arschloch einreiben. Schockgesell. Während des Duschens pinkeln. War alles schon mal gemacht. Ist auch satisfying, weil Wasser kommt von oben und man scheidet selber Wasser aus und alles fließt ab. Das ist ja auch ein Weg, um generell Wasser zu sparen. Effizient, weil man zwei Sachen direkt miteinander verbindet. Muss kein Klopapier eventuell benutzen. Aber viel schlauer, bevor ihr eine Spülmaschine anstellt, ne? Mit dreckigem Geschirr einfach nochmal reinpissen. Ihr lernt hier richtig was. Popel unter dem Tisch abschmieren. Ich esse die immer. Was soll ich sagen, Bruder? No joke, bei mir damals in der Grundschule hat einer die ganze Zeit seine Popel gefressen und dann musste der einfach nachher seinen Magen ausgeleert bekommen, weil das irgendwie nicht so richtig verarbeitet wurde. Aber der hat auch so schnottert er dann auch so abgelegt. Also der war eine ganz andere Liga. Also Popel essen geht gar nicht, finde ich. Aber auch Popel irgendwo abschmieren geht nicht. Wenn man so einen richtig geilen, fetten, harten Popel hat, einfach wegschmeißen. Oder in eine Vitrine. Früchte von allen guten Geistern verladen. Wenn man abends auf Toilette gegangen ist, nicht abspülen, um Wasser zu sparen und um am nächsten Morgen abzuspülen, wenn man dann morgens pinkeln war. Ja, mach ich auch. Müssen wir gar nicht lang Zeit verlieren. Das Brotmesser in die Spülmaschine packen. Unnötig! Da sind nur Krümel dran. Das reinigt sich gefühlt von selbst. Das wird sogar sauberer, nachdem man ein Brötchen geschnitten hat. Einfach mit den Fingern nehmen, kurz abstreichen oder mit dem Handtuch einmal kurz hier, damit man sich nicht schneidet. Ende Gelände. Ab wieder rein in den Messerblock. In der Wohnung eine Jacke tragen. Viele machen das ja, wenn denen kalt ist, ziehen die sich eine Jacke an. Oder wenn die gerade von draußen kommen und die sind noch nicht wieder aufgewärmt, lassen die Jacke erstmal an. Nein. Der Körper wärmt sich schneller auf, wenn ihr die Jacke auszieht. Ich sag's euch, heute bin ich euer Lehrer. Koriander. Komplett weg. Brauchen wir nicht, soll verboten werden, müssen wir nicht drüber reden. Minzschokolade kann sich direkt dem Koriander anschließen, ab nach Timbuktu mit dir. Sich mit der Kleidung, die man tagsüber anhatte, dann abends ins Bett legen. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich habe letztens einen TikTok dazu gesehen, wie der eine meinte, das kann doch nicht sein, das T-Shirt hattest du doch schon den ganzen Tag an, wie kannst du denn damit jetzt ins Bett gehen, hä? Eben genau deswegen. Man schwitzt ja über Nacht. Dann kannst du am nächsten Morgen eine Wäsche. Warum ziehe ich mir jetzt ein frisches T-Shirt an, was dann auch am nächsten Morgen eine Wäsche muss? Einfach effizienter. Nackt schlafen. Nee. Also, wie gesagt, wenn ich schlafen gehe, ne, ich nehme meine Boxershot, die ich den Tag über anhatte, und das T-Shirt, was ich den Tag über anhatte. Heute Nacht penne ich in diesem T-Shirt und in meiner Boxershot, die ich gerade anhatte. Ich bin gerade nackt. Und zu guter Letzt haben wir hier noch Sushi. Bin ich ganz ehrlich, kann meiner Ansicht nach direkt mit der Minzschokolade und dem Koriander seinen Koffer packen und nach Timbuktu reisen. Wie seht ihr diese ganzen Punkte? Schreibt's mir nicht in die Kommentare.